Wir erfahren gerade, dass die JPL-Raumüberwachung 6 unbekannte Objekte geortet hat, die sich mit beinahe Lichtgeschwindigkeit dem Erdball nähern. Sie scheinen in unseren Orbit eintreten zu wollen. Wissen wir, woher sie kommen? Das ist unklar. Wir entdeckten sie zuerst im Kuipergürtel jenseits des Neptuns. Danke. Was gibt es, Sandra? Die Ionenkanone wurde aktiviert, Sir. Wer hat das befohlen? Direktor Boyle. Da sehen Sie es, auf Set 3. Um 15.37 Uhr Eastern Standard Time stürzen 39 außerirdische Raumschiffe über den roten Zonen aller Kontinente ab. Die Herkunft der Raumschiffe bleibt nach wie vor ein Rätsel. Über ihre Absichten gibt es jedoch keinen Zweifel. Commander, ich habe jetzt für Sie eine streng vertrauliche Information. 2028 konfiszierte die GDI eine komplexe Datenmatrix von Nod. Sie ist eindeutig nicht von dieser Erde. Nod nennt sie Tacitus. Wir haben versucht, die Daten zu entschlüsseln. Sicher ist nur, dass sie uns vor einer zukünftigen Alien-Invasion warnen. Die aktuelle Invasion dürfte in direktem Zusammenhang mit der Flüssig-Tiberium-Explosion stehen. Egal, welche Verbindung zwischen Nord und den Invasoren besteht, es werden nicht nur blaue Zonen angegriffen, auch einige gelbe Zonen. Und Nord ist nicht in der Lage, sie zu verteidigen. Diese Aufgabe fällt also der GDI zu. Ich spreche offen mit Ihnen, Commander. Die Lage ist extrem kritisch. Aber Sie sind der Beste, den wir haben. Deshalb schicke ich Sie auf eine höllische Mission. Nach Deutschland. Kersey zeigt Ihnen, womit Sie es zu tun haben. Ich kann immer noch nicht fassen, was da passiert ist. Also gut, Commander. Ich weiß nicht, was Sie über New Eden gehört haben. Es war die erste gelbe Zone, die zu einer blauen Zone wurde. Und seitdem ist sie ein geheimes Forschungszentrum der GDI. In München, in unserem Future-Tech-Labor, wurde sogar eine Analyse erstellt über die Vorgehensweise der Invasoren. Aber leider steht München jetzt unter Beschuss und das FT-Labor wurde zerstört. Einige Ingenieure konnten aber entkommen und fahren in einem Konvoi Richtung Salzburg. Das ist gleich hinter der Zonenabgrenzung, wie wir wissen. Commander, dieser Konvoi muss in Salzburg sicher ankommen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Command & Conquer Tiberian Wars mit mir, dem Retro Gamer. Wir sind in der GDI-Kampagne, kämpfen in Mitteleuropa und kümmern uns jetzt einmal um München. München. Die in München stationierten GDI-Truppen hatten keine Chance, auf den brutalen und unerwarteten Angriff auf die Stadt zu reagieren. Während die Invasoren München in Schutt und Asche legen, müssen sie ihre Truppen sammeln und den Feind in einem verzweifelten Kampf aufhalten, bis wir die Ingenieure des FT-Labors und wichtige Mitglieder des GDI-Rats in gepanzerten Transportern evakuiert haben. Da den Ingenieuren wichtige Erkenntnisse über unseren neuen Feind vorliegen, müssen sie um jeden Preis überleben. Na dann. Hier ist GDI Radio Stuttgart. Die Zivilfunkgötter haben die Stadtmauer passiert und München verlassen. Empfangen Nachricht. Eskortieren Sie die Ziviltransporter zum verlassenen U-Bahnhof südwestlich von München. Mindestens einer muss unversehrt bleiben. So, als erstes speichern wir erstmal. Nichts kann uns stoppen! Einheit wird angegriffen. Alles klar, Paul!
Oh nein! Sie legen alles in Trümmer! Halt auf! Los, los! Sir, die haben die Brücke gesprengt. Wir müssen unsere Route ändern. Die Stadt steht in Flammen. Überall! So viele Menschen! So, die Mammuts kann ich nicht lenken. Alles ist weg. Alles weg. Eine Spur der Verwüstung. Die Mauern, sie zerstören die Mauern. Penne unterwegs! Die machen uns fertig, Sir. Lange halten wir das nicht mehr durch. Die Menschen haben keine Chance! Sie haben nicht was abgekriegt, Sir. Alle Motoren verreckt. Wir versuchen sie wieder flott zu machen. Halten Sie uns den Rücken frei. Verdammt, wir verlieren irgendwo BMPs. Flüssigkeit. GDI-Platoon Epsilon ist einsatzbereit, Sir. Wir geben ihnen Deckung. Alles schon, übersehen mit Opfern. Neues Bonusziel. Einheit wird angegriffen. Motoren wieder okay, Sir. Fahren wir. Ingenieur einsatzbereit. Ja, Sir. Wir dachten, wir wären allein im Universum. Ein böser Irrtum. Nehmen Sie das Kraftwerk ein, nehmen Sie das GDI-Labor ein. Ich hab, was ich brauche. Einheit wird angegriffen. Bereite Kontrollcodes vor. Gegen wen geht's? Los! Diese Dinger! Dies schreckliche Dröhnen! Ganz ruhig! Vorwärts! Wir sind wieder startklar! Bringen wir es endlich hinter uns! Wir sind über die Brücke! Sind fast da! Sind fast da! Kriegen hier schwer was ab! Schafft sie uns vom Hals! Die Elektronik ist ausgefallen! Schallimeter sind gleich online. Hat so viel abgekriegt! Wir kümmern uns sofort darum! Deckung, Sir! Ich flicke es! Hoffentlich klappt's! Ja! Dieser Song ist für euch, ihr Freaks. Genießt den Sound. Initialisieren. Komm schon, komm schon, komm schon! Unsere Schallemitter schwächen offensichtlich die Invasoren, Commander. Die Elektronik funktioniert jetzt wieder. Los geht's! Wir sind bereit. Einheit wird angegriffen. Commander? Wo verstecken Sie sich? Jagd sie doch! Ich glaube, ich sollte mich eher auf die Hauptziele konzentrieren. Wir sind da, Sir. Evakuieren den GDI-Rat. Gegen wen geht's? Unsere Basis wird angegriffen. Einsatzziel. Und wo steigt die Party? Mission erfolgreich. Das war gute Arbeit, Commander. Wie es aussieht, sind die Dinger doch nicht unverwundbar. Ich würde mich noch mehr über den Sieg freuen, wenn wir wüssten, welche Ziele die Aliens haben, außer Chaos und Zerstörung. Aber die Ungewissheit hat auch etwas Gutes. Es scheint so, dass Direktor Boyle untergetaucht ist. Im sicheren Bunker in Reykjavik. Ah. Da sollten Sie inzwischen auch sein. Ganz sicher nicht. Wir nutzen die Zeit, um Entscheidungen zu treffen, ohne dass ständig einer reinredet. Und Sie sind der Schlüssel, Commander. Sie sollen das Blatt gegen die Invasoren wenden, mit neuen Impulsen, genau wie gegen Nod. Ich hätte größte Sorge, einem anderen so viel aufzubürden, aber Sie scheinen ja wohl diesen Druck zu brauchen. Wir werden kaum Zeit haben. Die Invasoren greifen von München aus andere Städte in der Region an. Kersey wird darüber berichten. So, relativ zügig gespielt die Mission. Ja, das Hauptziel habe ich.
Nebenaufgaben nicht wirklich. Und die Geheimdienstsachen auch nicht wirklich. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage tschö, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao, bis zum nächsten Mal.